Herzlich willkommen zur 398. Sendung Bildungswerk Live. Nächste Woche Mittwoch feiern wir dann das große 400. Fest am, ich meine um 16 Uhr am Mittwoch. Also schon mal Termin vormerken und dann einschalten. Ich bin Marco Fusaro, Geschäftsführer beim Bildungswerk des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Studierter Diplom-Wirtschaftsmathematiker, aber schon bereits vor meiner Studienzeit, schon während der Schulzeit, haben mich die damaligen Computer schon begeistert. Und ich meine, erzählt zu haben, dass ich mit einem Sinclair ZX80, hatte noch so eine ganz kleine Folientastatur, hat man an einen kleinen Fernseher angeschlossen, angefangen habe zu programmieren. Und die Begeisterung fürs Programmieren habe ich über, muss ich jetzt vielleicht sagen, 40 Jahre beibehalten. Nicht verloren, eher noch dazu gekommen, immer wieder neue Programmiersprachen entdeckt, ausprobiert, mir die angeeignet. Und ein bisschen was von dieser Lust am Programmieren und von dieser Möglichkeit eben auch einfach schnelle Erfolge zu erleben, möchte ich euch ein bisschen dran teilhaben. Vor ein paar Wochen habe ich euch schon mal ganz kurz gezeigt, wie man mit der Programmiersprache Scratch, die ich euch heute ein bisschen genauer vorstellen werde, auch ganz einfach ein Spiel programmieren kann. Das war damals Pong. Könnt ihr vielleicht nochmal in unserer Vimeothek nachschauen auf bildungswerk.live. Ist noch nicht so lange her. Und heute gebe ich mal eine etwas fundiertere Einführung in diese Programmiersprache. Und ihr wisst es, wenn ich dabei bin, meistens habe ich eine klitzekleinigkeit vorbereitet. So ist es auch heute. Allen, die im Chat dabei sind oder live zuschauen, ihr könnt natürlich alles so mitschreiben, ihr könnt euch das Video, es wird aufgezeichnet, auch im Real Life anschauen. Ist immer praktisch, zwischendrin dann im Real Life die Kamera mal anzuhalten, das Video anzuhalten, vielleicht nochmal zurückzuspulen, sich die Sache nochmal anzuschauen. Das ist ja, sind ja diese Vorteile dieser Medien, und man kann eben immer direkt auch vergleichen, ob das, was man selber macht, auch direkt sichtbar vielleicht mit der Vorlage passt. Für alle, die ein bisschen später kommen, schreibt gerade mal ein, herzlich willkommen. Fragen und gerne in den Chat schreiben. Sollte das jetzt im Real Life betrachtet werden, dann kann man klar nicht in den Chat schreiben, dann eine Nachricht an unser Bildungswerk Live Team senden oder das Video kommentieren und die Frage dort stellen. Wir antworten dann darauf. Okay, es geht um Programmieren mit Scratch, und Ziel ist der heutigen Sendung, ein Gefühl zu geben, was Programmieren bedeutet, was Computerprogramme sind, wie man so ähnlich, wie man mit Bausteinen arbeitet, so ein kleines Computerprogramm erstellen kann, eben mit der Programmiersprache Scratch. Kleine Übersicht, was ich heute mit euch vorhabe. Also erstens, was ist Programmieren? Zweitens, erste Schritte. Drittens, das ist keine Orientierung für uns, sondern wie man Objekten eine Orientierung geben kann. Viertens, wie man bestimmte Dinge sich wiederholen lassen kann, damit man das Programm etwas strukturierter gestalten kann. Und fünftens eben auch Bedingungen einzuführen. Mit den ersten Schritten der Orientierung, der Geschichte, Wiederholung und Bedingungen kann man schon recht schöne Sachen machen. Eigentlich kann man damit schon alles machen. Alles, was anschließend noch dazukommt, sind dann so nette, nice to haves. Gucken wir uns also mal an, was Programmieren heißt. Einfach gesagt ist es einen Computer, also meistens einen Computer, der vielleicht auch irgendwo eingebaut ist, eine Folge von Befehlen zu erteilen, damit er genau das macht, was wir von ihm wollen. Bei Menschen sagt man nicht Programmieren dazu, sondern Manipulieren, also
man sagt ihm über eine Folge von Befehlen, was er zu tun hat, in der Hoffnung, dass er das dann anschließend genauso macht. Wir hatten, also ihr wisst, dass ich Scratch aktuell auch mit einer Gruppe von Seniorinnen und Senioren in Trier in einem Live-Kurs ausprobiere, und die haben schon tolle Erfolge, muss man sagen. Und da war es darum, war meine Frage zum Thema Programmieren: wart ihr schon mal Jugendleiter in einer Jugendfreizeit? Ja? Manche sagten ja, manche nein. Da sagte ich so: Wenn ihr jetzt eine Gruppe habt und da geht es darum, irgendwie ein Lagerfeuer zu machen, dann braucht man irgendwie Brennholz. Ja, dann sagt man eben zu zwei, drei Leuten: Holt Brennholz. Naja, dann würden die losgehen und Brennholz holen. Dann habe ich denen sozusagen einen Befehl erteilt, und wenn ich Glück habe, macht dann der Mensch, in dem Fall der Jugendliche, genau das: er holt Brennholz. Aber meistens muss man natürlich noch zusätzliche Bedingungen, ne? Holt Brennholz, lasst aber den Gartenzaun ganz. Oder holt Brennholz so lange, bis der Stapel die und die Höhe erreicht hat. Ja, also man merkt, durch Angaben von solchen Befehlen, ja, werden andere dann etwas tun. Und dann wird noch vielleicht gefragt: Wann? Ja, jetzt. Ja. Und meistens sind es ganz einfache Befehle, und deswegen braucht man oft viele davon, viele einfache Befehle. Aber wir werden in den heute noch sehen, dass man sich dann auch vereinfachen kann mit Wiederholungen und mit Abfragen. Okay, Scratch ist eine Programmiersprache, die der Computer verstehen kann. Die kann er aber nur deswegen verstehen, weil es Menschen gibt, die dem Computer den Umgang mit dieser Programmiersprache selbst beigebracht haben. Im Falle von Scratch handelt es sich dabei um Wissenschaftler vom MIT, die in der Zeit von 2003 bis 2007 diese Programmiersprache entwickelt haben, mit dem Ziel, die Komplexität und die Abstraktion einer Programmiersprache, die sehr häufig abschreckend ist, zu entfernen und gleichzeitig alles das, was Intuition und Spaß und Erfolg fördert, zu verstärken. Ja, und so ist Scratch eben am MIT entstanden, gibt es ja mittlerweile auch schön auf Deutsch. Es gibt weltweit Communities, die so kleine Programmcodes mit Scratch schreiben, und wo man sich austauschen kann und auch gucken kann, was hat jemand anderes gemacht, was hat man selbst gemacht, und dann tolle Ergebnisse bekommt. Naja, und was macht man mit Scratch? Man erstellt Programme mit Scratch, und ein Programm ist eben eine Folge von Befehlen, ja, die in der entsprechenden Programmiersprache aufgeschrieben werden und danach vom Computer ausgeführt. Wenn ihr noch so ganz, ganz früh vielleicht schon dabei wart, dann war es Assembler. Man konnte den Prozessor direkt programmieren. Danach gab es dann so Programmiersprachen wie Basic, Pascal, Turbo Pascal, C, C++, C++, Fortran, COBOL, jetzt bei webbasierten Sprachen PHP, Datenbanksprachen MySQL. Ja. Das Tolle ist, also es gibt sehr, sehr viele Programmiersprachen, die funktionieren aber zum Glück alle sehr ähnlich. Und das Schöne ist jetzt, wenn man mit Scratch erste Erfahrungen macht, dann kann man diese Erfahrungen, die man hier sozusagen intuitiv machen kann, dann auf andere Programmiersprachen übertragen, weil man die Struktur verstanden hat. Jo, also deswegen ein guter Einstieg, wenn man noch keine Erfahrung mit Programmieren hat, Scratch zu nutzen. Ja. Scratch ist jetzt keine Programmiersprache, um eine Wirtschaftsprogramm zu schreiben, aber man kann damit kleine interaktive Geschichten machen, Animationen, Spiele, Musik, auch Kunstwerke lassen sich erstellen. Die Fantasie setzt da erstmal die eigenen Grenzen. Und ja, wir werden sehen, dass man in Scratch mit Blöcken programmiert, die so ähnlich wie Bausteine mit Lego oder Duplo oder was es so gibt, zusammengesetzt werden können.
Ja, und da wundert man sich ja auch, wie man aus diesen kleinen Blöcken ganz tolle Kunstwerke bauen kann. Und so ähnlich ist das in Scratch eben auch. So, und dann, bevor es losgeht, brauchen wir jetzt natürlich die Benutzeroberfläche. Man muss nichts installieren. Das Einzige, was man braucht, ist einen internetfähigen Computer. Also wir werden das online durchführen. Was man braucht, ist ein Browser, der einigermaßen modern ist. Also jetzt nicht mit dem Internet Explorer unter Windows 98 beginnen, sondern vielleicht mit Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, auf Apple-Geräten eben Safari, ja, die sind dafür gut nutzbar. Ich wechsle jetzt dafür mal die Darstellung, dass ihr das gut sehen könnt und gebe meinen Bildschirm frei und dann zeige ich dort, wie denn die Benutzeroberfläche da aussieht. Ja. Und da sind wir schon in unserer Benutzeroberfläche von Scratch. Ihr könnt die Adresse aufrufen. Ja, wir sehen das hier oben unter scratch.mit, also mit.edu. Der Rest ist jetzt schon mein Projekt, das ich hier geöffnet habe. Ja, scratch.mit.edu. Ja, das EDU. Merkt man schon, dass es ein bisschen amerikanisch ist, ne? Da ist es üblich, dass nicht alles unter der Top-Level-Domain US läuft, sondern dass je nach Projektart eine Regierungsseite.gov ist, eine Education-Seite, also eine Bildungsseite.edu ist, kommerzielles eben .com. Ja, und wenn wir uns diese Oberfläche mal anschauen, dann sehen wir, dass die schon so ein bisschen aufgeteilt ist. Ich fange mal im Uhrzeigersinn an. Wir haben hier oben eine Menüzeile, die mir jetzt momentan, wenn ich rechts schaue, sehe, dass ich eingeloggt bin. Ich bin dort registriert mit dem Benutzernamen ESA PDC. Also man merkt, man muss da keinen Klarnamen nehmen, sondern man kann auch ein anonymes Kürzel nehmen. Habe aber natürlich unser Bildungswerk Manneken-Logo dazu getan. Ja, das Projekt, was ich momentan habe, sieht aktuell so aus, passiert nicht viel, wenn ich damit arbeite. Sozusagen sieht die Benutzeroberfläche so aus. Rechts, dass dieser Bereich, den ich gerade mit der Maus auch so einfüge, das ist die Benutzeroberfläche mit dem Bereich der Bühne. Also, das ist sozusagen der Bereich, auf dem sich alles abspielt, wenn wir mit Scratch programmieren. Dann haben wir den Bereich der Objekte. Aktuell ist nur ein Objekt auf der Bühne, Scratch, unser Garter. Dann haben wir den Bereich, wo wir die Bühne einstellen können. Und dann gibt es den großen Bereich der Skripte und dann den Programmbereich. Ja, und die Skripte, das sind sozusagen die Bausteine, aus denen das Programm besteht. Und je nachdem, welchen Baustein ich haben möchte, kann ich den mit der Maus von links nach rechts rüberziehen oder auch wieder zurück, ja, und dann in dieser Art programmieren. Ich gehe mal wieder zurück und nehme meine Präsentation vor. Das, was wir jetzt als erstes machen werden in unserer Benutzerumgebung. Wir werden versuchen, dieses Objekt zum einen sich bewegen zu lassen, einmal geradeaus gehen zu lassen. Zweitens werden wir versuchen, dass das Objekt die Richtung ändern kann. Dann wollen wir dieses Objekt
was auf einer Bühne ja, sozusagen im Charakter vielleicht ist, das Kostüm wechseln zu lassen, dass es anders aussieht. Dann soll es idealerweise auf unsere Tasten reagieren können. Und als letztes bei den ersten Schritten soll es auch einen Malstift benutzen können. Also ihr kennt zum Beispiel alle, das ist das Haus vom Nikolaus, wo vielleicht der Nikolaus einen Weg geht oder man selber auch im Schnee, dass er vielleicht bald wieder kommt, ja, einen Weg geht und dann versuchen wir das zum Beispiel zu zeichnen. Solche Dinge lassen sich zum Beispiel ganz einfach dort darstellen. Ja? Also das haben wir jetzt vor, im Bereich 1, erste Schritte. Wir wollen gucken, dass das Objekt gehen kann, dass es die Richtung ändern kann, dass es sich umkleiden kann, dass es auf unsere Tasten reagiert und vielleicht den Weg, den es geht, auch malend zurücklegt. Also ich wechsle wieder auf die Bildschirmfreigabe. Und dann beginnen wir mal. Also aktuell habe ich hier meine Figur 1, also meinen Scratch. Die kann ich jetzt zum Beispiel umbenennen. Aktuell heißt sie Figur 1, aber ich nenne sie mal Kater Karalor. Ja? Ab sofort reagiert diese Figur auf den Namen Kater Karalor. Und wir sehen, das ist ausgewählt, diese Figur. Und weil sie ausgewählt ist, ist hier in meinem Programmierbereich auch das Symbol der ausgewählten Figur sichtbar. Das heißt, alles, was ich jetzt hier in diesem Programmierbereich programmieren werde, wird sich auf die Figur Kater Karalor beziehen. Und was ich machen möchte, ist ja, dass Kater Karalor sich bewegen kann. Ja, und zum ersten Mal wäre es ja schön, wenn Kater Karalor geradeaus gehen könnte. Und auf der linken Seite im Bereich Skripte tauchen eben die verschiedenen Möglichkeiten auf. Und eine Möglichkeit heißt Bewegung. Und man merkt auch schon, das ist so ein bisschen grau unterlegt, die Bewegung. Wir haben hier so eine Scrollleiste. Und je nachdem, wenn ich da so durchscrolle, erreiche ich auch durch Scrollen die unterschiedlichen Skriptbereiche. Ich kann allerdings auch durch direktes Anklicken dann an den Anfang der jeweiligen Skripte springen. Naja, und wenn etwas sich bewegen soll, dann nehme ich hier zum Beispiel direkt den ersten Block, gehe 10er Schritt. Das ziehe ich jetzt hier mal so rüber. Ja, und jetzt passiert natürlich erstmal noch gar nichts. Ja. Aber ich klicke den mal an. Und ihr merkt, mit jedem Klick, den ich mache, bewegt sich Kater Karalor ein Stückchen nach rechts. Und zwar bei jedem Klick 10 Punkte. Wenn ich die Zahl erhöhe und klicke, ich glaube, ich muss ihn mal wieder an den Anfang setzen. Merkt ihr, macht er größere Schritte. Dann springt er 50 Pixel jeweils geradeaus. Ja, also das lässt sich durch jede beliebige andere Zahl ersetzen. Ja. Wenn ich mir das anschaue, diese Teile, die haben immer so eine Ausbuchtung beziehungsweise so eine Einbuchtung. Das ist ganz praktisch, weil man dann eben verschiedene dieser Befehle, wie diese genannten Bausteine von Lego oder so, sozusagen zusammenstapeln kann. Ja, so, das, was wir jetzt vorhaben, ist, dass wir die Richtung wählen können. Und ich gucke jetzt hier auch mal rein bei der Bewegung, ob wir jetzt noch so etwas haben wie eine Richtung anzuzeigen. Gucke ich mal, wir haben gehe zu, wir hätten hier drehe dich um. Aber wir haben auch zum Beispiel setze Richtung auf. Das klingt ganz gut. Ja, setze Richtung auf.
legt das hier mal so hin. Merkt ihr schon, ne? Wie das da so versucht anzudocken. Ja. Legt das mal da oben drüber. Guck mal, ob wir noch was anderes haben, was vielleicht ganz gut ist. Nein, der ist gut. So, was passiert jetzt, wenn ich den Block anklicke? Nichts. Ja, geht also, was heißt nichts? Er geht weiterhin geradeaus. Weil die Richtung, in die ich ihn momentan gesetzt habe, entspricht 90 Grad. Ich klicke auch hier mal im Eigenschaftenbereich das mal an und ihr seht, die 90 Grad, die momentan eingestellt sind, zeigen, dass Kater Carlo nach rechts gehen soll. Wenn er nach links gehen soll, stellt er sich hier 2 Grad auf den Kopf. Das wäre sozusagen die Drehrichtung. Gehen wir wieder zurück auf die 90. Wenn man so nicht klappt mit der Maus, einfach reinklicken, 90 eingeben. Ja, ich setze die Richtung jetzt hier mal auf minus 90. Und ja, jetzt geht Kater Carlo in die andere Richtung. Und zwar um 50er Schritte. Kommen wieder zurück. Setze ich ihn auf plus 90 oder sagen wir mal auf 0 und klicke an, geht Kater Carlo nach oben. Und wenn ich ihn auf 180 setze, geht Kater Carlo nach unten. Ja. Also jetzt können wir den schon eine Richtung vorgeben. Und beim Klick geht er die entsprechenden Schritte. Ich mache die Schritte mal ein bisschen weniger, damit so in den Griff zu kriegen ist. Das geht jetzt natürlich noch nicht rückwärts. Ne? Also rückwärts geht er nicht. Er geht ja nur sozusagen dann auf den Kopf. Rückwärts könnte ich mal ausprobieren, wenn ich da eingebe, gehe minus 20 Schritte. Ah, dann kann er auch rückwärts gehen. Positive Zahlen lassen ihn vorwärts gehen, negative Zahlen lassen ihn rückwärts gehen. Das andere gibt die Richtung an. Und ihr habt jetzt schon gerade gemerkt, so von der Technik her, sind diese Blöcke wie so ein bisschen magnetisch. Ihr kennt das auch vom Solitärspiel von Microsoft, wo man das so gelernt hat. Ja, wenn man da die Karten zieht, dann docken die auch so einigermaßen automatisch da so an. Wenn ich allerdings den Kartenstapel bewege, dann bewegen sich alle Karten des Stapels mit. Also wenn, muss ich das sozusagen immer von unten kommend auseinanderbauen. Ich kann natürlich auch mit rechts nochmal etwas anklicken, dann gibt es ein Kontextmenü. Hier kann ich zum Beispiel sagen, dupliziere den Block oder ich kann den Kommentar hinzufügen oder den Block eben auch löschen. Ansonsten, wenn ich etwas löschen will, kann ich das auch einfach so nach links rüberschieben, dann ist es rechts weg und ich kann dann anschließend das Ganze hier aber auch nochmal wieder nehmen. Ja, und man merkt, dass diese, wenn ich da mit der Maus dran fahre, so ein grauer Bereich kommt, dann kann ich schon loslassen, dann dockt das da automatisch an. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, das nennt man anbauen und das hier nennt man, wenn ich es wegziehe, auftrennen. Anbauen, auftrennen. So, jetzt wollen wir unserem Objekt, haben wir ja angekündigt, das Kostüm wechseln. Ja, das Objekt ist immer noch ausgewählt. Ich bin auch im ausgewählten Bereich, habe aber eine oben eine Reiterkarte, die Kostüme heißt. Ja, und jetzt gucke ich mal, das ist Kostüm 1 hier von meiner Kater Carlo. Und dann habe ich hier aber noch Kostüm 2. Man merkt, die Schritte sind ein bisschen anders, ne?
kann man zum Beispiel so auswechseln. Ich kann aber auch, also kann man sozusagen Laufbewegungen durchführen lassen, wenn er dann so wechselt. Merkt ihr, ne, auf der rechten Seite, dass es sich dann entsprechend umgesetzt. Ich kann allerdings auch selber jetzt hier hineinmalen, wenn ich wollte, mit einer Farbe. Und ihr seht, auf der Bühne passiert das direkt auch. Ich nehme gerade das Radiergummi wieder und radiere es mal gerade weg. Ja, wenn ich zum Beispiel nicht möchte, dass Scratch so einen weißen Mund hat, sondern lieber einen roten Mund, muss ich hier so ein bisschen die Stärke wahrscheinlich ein bisschen wegnehmen. Ne? Ansonsten male ich hier ja so weiß da so drüber. Das ist ein bisschen too much mit meinem Radiergummi. Das ist nicht so schön. Ne? Gucke ich mal, ob ich das rückgängig machen kann. Jo, geht. Also ich nehme mal den Pinsel. Hab die rote Farbe ausgewählt und mal die mir jetzt so schön so einen schönen roten Mund. Und habe zum Beispiel jetzt mein Scratch verändert. Natürlich könnten wir auch gucken, ob wir ihm nicht vielleicht einen Hut malen. Oder. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann hier auch noch Dinge rein importieren, kann, wie gesagt, malen. Viele Möglichkeiten, hier zu arbeiten. Ja, das Kostüm ist ein sogenanntes Attribut. Ja, und was ich zum Beispiel machen könnte, ist zwischendrin das Kostüm wechseln zu lassen. Also wir sehen, wir haben ja hier zwei Kostüme. Also einmal dieses ohne roten Mund mit ausgestrecktem Strich. Und hier habe ich das Kostüm mit rotem Mund mit einem anderen Schritt. Und jetzt kann ich durch Klicken zum Beispiel das Kostüm ändern lassen. Dafür haben wir einen im Skript im Bereich Aussage. Und hier sehe ich auch schon, wechsle zu Kostüm. Tricky, ich schiebe das mal dazwischen, nicht darunter, sondern dazwischen. So. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt mit einem bestimmten Kostüm starte. Also er soll immer, wenn ich anklicke, zu Kostüm 1 wechseln, die Richtung auf 90 Grad setzen. Und dann soll er zu Kostüm 2 wechseln und dann 10 Schritte gehen. Gucken wir mal, ob es passiert. Ja, das geht so schnell, dass wir das gar nicht merken, dass das Kostüm gewechselt worden ist. Ich wechsle das mal von Hand. So, ich klicke jetzt hier drauf. Noch hat er das Kostüm ohne roten Mund. Und tatsächlich hat er sich bewegt und das Kostüm hat sich geändert. Ja, wunderbar, funktioniert. Ja, und jetzt will ich aber das nicht ständig mit der Maus anklicken müssen, sondern ich möchte bei 90 Grad Richtung und gehen, lässt sich ja gut mit der Pfeiltaste rechts steuern. Deswegen gucke ich jetzt in den Bereich Steuerung. Das, was Hilfreiches ist, oder bei Ereignisse. Ja, und ich stelle fest, Ereignisse ist gut. Und zwar habe ich hier, wenn eine bestimmte Taste gedrückt wird, dann soll das Ganze passieren. Das ziehe ich mal hier so drüber. Baue das an, soll allerdings nicht mit der Leertaste geschehen, sondern mit der Pfeil nach Rechtstaste. Jetzt gucken wir mal. Ich benutze die Rechtstaste und Scratch geht nach rechts. Toll wäre es, wenn ich jetzt mit Pfeil nach links, ja, wenn Scratch jetzt nach links gehen könnte. Gucke ich mal,
ob mir das gelingt. Ich dupliziere mal, ja, habe jetzt zwei Blöcke, einmal Pfeil nach rechts, Peter nach rechts. Ich mache jetzt hier mal Pfeil nach links und habe ja gesehen, dass ich dann vielleicht die Gradzahl auf minus 90 setze. Und mal gucken, was jetzt passiert. Jo, und dann geht's Scratch nach links. Wenn ich wieder die rechte Pfeiltaste drücke, geht's Scratch nach rechts. Jetzt könnte ich natürlich noch sagen, wenn die Pfeiltaste nach oben gedrückt wird, habe ich wieder dupliziert. Und ich dupliziere nochmal. Habe ich Pfeil nach rechts. Pfeil nach oben, dann soll es auf 0 Grad gesetzt werden und hier Pfeil nach unten, dann soll es auf 180 Grad gesetzt werden. Ja, dann gucken wir mal, ob das passiert. Pfeil nach links, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, Pfeil nach rechts. Und schon kann ich das Objekt über meine wunderbare Bühne laufen lassen. Ja. Und man könnte das ja so fast einen Hut nennen. Ne? Mit so einem Hut kann man eben so ein Ereignis abfangen und das Programm damit starten lassen. So, ich wechsle jetzt nochmal die Darstellung. So, komme wieder zurück. So. Jetzt haben wir schon geradeausgehen gehabt, wir haben die Richtung wählen gehabt, wir haben Kostüm wechseln gehabt und auf Tasten reagieren gehabt. Und jetzt gucken wir mal, ob es auch noch sowas gibt, wie vielleicht einen Malstift zu benutzen. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir das auch finden. Guck mal. Ansonsten müssen wir das sozusagen einem anderen Tag sozusagen einen anderen Tag geben lassen. Ne? Ich gucke hier gerade mal so rein, ob es sowas gibt, ob wir den malen können. Ja, manche Sachen ändere Effekt, Farbe, Größe, ich gucke mal gerade. Ja, fällt mir momentan schwer. Machen wir es mal anders. Malen wir nicht, sondern wir geben ihm einen Klang. Setz das da mal hin. Gehe nach rechts. Nach oben geht er nicht, aber nach rechts. Ja, kann er einen Klang spielen. Ah, da haben wir doch schon mal so einen Effekt gesetzt. Mit dem Stift werde ich auch noch mal finden, aber im Moment verbirgt es sich vielleicht aber auch hier gerade, weil ich es noch nicht freigeschaltet habe in meinem gerade angelegten Portfolio. Hm? Ja, also, wenn ich mir jetzt anschaue, wir haben gerade schon Schritt 1 abgeschlossen und Schritt 2 fast fertig gemacht. Hier werde ich jetzt mal mein Miau wieder rausnehmen für heute. Aber ihr seht, dass man bestimmte Effekte noch zusätzlich hinzufügen kann. So, beende mal die Freigabe.
Wunderbarer. Es hat unser Lehrer früher mal gesagt im Chemieunterricht, ne, der Vorführeffekt oder auch der Physiklehrer, wenn man es darstellen will, dann kommt der Vorführeffekt und dann passt das manchmal in dem Moment gerade nicht. Ja, den Malstift benutzen, da werde ich mir noch was aussuchen, dann werde das vielleicht dann verlinken beim jeweiligen Video. Das sind aber die ersten Schritte, ne, wo man gemerkt hat, wir haben ein Objekt, wir können das steuern, wir können die Richtung vorgeben, wir können das Aussehen ändern, wir können das Ding mit Tasten steuern. Das Interessante ist, dass Roboter eigentlich genau ähnlich funktionieren. Jetzt, wir das jetzt hier im zweidimensionalen Bereich hatten, aber im dreidimensionalen Bereich, wenn so eine Dimension dazu käme, machen Roboter nichts anderes, so auf so einer Fertigungsstraße, ne? Die ändern ihre Position, ihre Richtung, machen das mit einer bestimmten Geschwindigkeit, ja, und arbeiten entsprechende Stapel ab. Ja. Und was wir jetzt vielleicht als nächstes machen, was Orientierung angeht, wir haben das ja schon so ein bisschen anorientiert, ja, aber wir sind sozusagen von der Position, wo wir waren, sind wir halt einfach nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten gegangen. Ja, schön wäre es natürlich, wenn wir sagen können, geh auf die Position 0. Ne? Wenn ich irgendwie eine Taste drücke, geh wieder an die Ausgangsposition oder ändere deine Richtung, weil momentan ist das ja unterwegs nicht passiert. Und wenn man Glück hat, kann man dann irgendwie auch so im Viereck gehen, indem man nur einmal eine Taste drückt, ne? Und so oder einmal eine Taste drückt, dann geht Kater Carlo im Viereck oder vielleicht geht Kater Carlo auch im Sinne von, dies ist das Haus des Nikolaus, ist ja bald in wenigen Wochen soweit. Und es wäre jetzt zum Beispiel eine schöne Geschichte, am Nikolaustag mal das zu programmieren. Gucken wir uns also an, wie das funktioniert und wie die Arbeitsfläche aufgeteilt ist. Ich kenne das mittlerweile schon. Bildschirmwechsel. Ja, hier ist jetzt alles Mögliche drin an Blöcken. Ich gucke mal gerade, ob ich das hier so mal alles so wegziehen kann. Oh, weg damit. So, alles vergessen, was wir Kater Carlo beigebracht haben. Ja. Überlegen wir uns mal, wo die Mitte ist. Also die Bühne hat ein Koordinatensystem und das Koordinatensystem ist wie im richtigen Koordinatensystem mit positiven und negativen Zahlen besetzt. Es geht also von minus 240 bis plus 240 auf der X-Achse und von minus 180 bis plus 180 auf der Y-Achse. Und das bedeutet, dass die Position 0, 0 dann hoffentlich auch wunderbar in der Mitte ist. Ich trage das dann ein. Ja, 0, 0 befinden wir uns auf der Mitte. Und natürlich gibt es eben die Möglichkeit, diese Achse mal voll auszuschöpfen. Und ich guck mal, ob ich so eine gute Möglichkeit habe. Ich sag mal hier, gehe zu X, Y. Sagen wir mal, er soll mal anfangen, als erstes mal in seinen Ausgangspunkt zu gehen. Klicke ich auch mal so an, zack. Dann soll Kater Carlo zu, ja, erstmal nach rechts gehen und auf Y bleiben. Dann soll Kater Carlo zu, sagen wir mal, minus 240 gehen und auf der Achse bleiben. Dann soll Kater Carlo zu 180 gehen und zum Schluss zu minus 180 und zum Schluss wieder
in die Mitte. Gucken wir mal, was passiert. Wahrscheinlich passiert das ganz schnell, ohne dass wir es merken. Damit wir ein bisschen was merken, gucken wir mal, dass wir sowas kriegen wie vielleicht mache eine Pause, dass irgendwas warte bis, mache Pause vielleicht. Wir gucken mal, ob wir da etwas Schönes, Passendes finden. Das mal so durchscrolle von oben. Na, ehrlich gesagt wären an diesen Stellen gerne so eine Suchmöglichkeit am Anfang hilfreich. Die gibt es jetzt nicht. Also ich zeige euch jetzt mal so, wie ich das jetzt auch zu Hause machen würde. Ich habe so eine Vorstellung, ob das geht. Ja, ich probiere mal das aus. Und schiebe mir das da mal so rein, dann kriegen wir mal so eine kleine 2 Sekunden Pause hin. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. 21, 22, 22, Jo, jetzt soll er natürlich nicht denken, sondern ich sage jetzt mal sage hallo, hier bin ich wieder. Und das soll jetzt nicht durch meinen Klick beginnen, sondern wenn ich da oben auf die grüne Flagge klicken will, und dann habe ich hier auch so ein Dach, setze ich da mal drauf und jetzt klicke ich da auf die grüne Flagge. Ja, habt ihr gemerkt, wie das funktioniert? Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, rechts, links, oben, unten, klicke auf die grüne Flagge, rechts, links, oben, unten. Jo, und hallo, hier bin ich wieder. Ja, und so kann ich einem Objekt sagen, wie es sich bewegen soll. Das ist jetzt vielleicht alles noch ein bisschen steif, aber das Grundprinzip ist hier jetzt sicherlich verstanden. Gell? Ja, denke ich auch. Jetzt könnte ich natürlich noch sagen, das ist auf dieser Bühne ein bisschen nackig. Ich wähle jetzt mal ein anderes Bühnenbild aus. Jo, was nehmen wir da? Weil ihr seht, es gibt schon viele fertige Möglichkeiten. Ich wähle hier mal den Mond. Klicke auf die Flagge und los geht's. So ein bisschen holzschnittartig, ne? Aber ihr habt sicherlich schon ein Gefühl, wie das Ganze funktionieren kann. Wunderbar. Wir haben gemerkt, dass wir damit direkt an eine bestimmte Position springen können. Gehe zu XY, das sind eben die Koordinaten im Raum. Natürlich kann man auch nur eine X-Position angeben. Das wäre dann zum Beispiel, setze X auf.
Oder dann bleibt sozusagen die Y-Position gleich und nur die X-Position ändert sich. Ich kann allerdings auch sagen, ändere X um, dann ist es eine relative Änderung. Ja, in Abhängigkeit von dem Ort, wo ich bin, verändert sich X um die entsprechende Schrittzahl nach links oder nach rechts. Ja, und das geht natürlich auch mit der Y-Position. Ja. Ja, das ist doch wunderbar. Und letztendlich könnte man jetzt zum Beispiel auch so ein kleines Skript schreiben, wo Scratch sternenförmig zum Beispiel geht. Ja. Da merkt man allerdings relativ schnell, dass das sehr anstrengend ist, das zu programmieren, weil man dann immer irgendwie was tun muss. Ja? Und ich probiere das jetzt hier mal aus und nehme mal als Ereignis, wenn die Leertaste gedrückt wird, ja, soll was passieren? Scratch soll sich, sagen wir mal, um 30 Grad drehen und dann eine bestimmte Anzahl Schritte gehen. Das schiebe ich mal wieder rüber. Sag jetzt mal, gehe 40, na, noch mal, doch 40 Schritte. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Ja, und dann stellt man fest, dass Scratch sozusagen immer entsprechend im Kreis rennt. Weil es sich sozusagen bei jedem Schritt um 30 Grad dreht und dann wieder zurückkommt. Jetzt kann man natürlich auch sagen, dreh dich um 30 Grad, gehe entsprechende Schritte, ändere wieder um 180 Grad, gehe wieder zurück, ändere um 30 Grad. Kann man aber noch mal machen. Schauen wir mal, was passiert. Ich setze den hier erstmal wieder auf 90, so wie es war. So, fange an, die Leertaste zu drücken. Das geht so schnell, dass man das gar nicht sieht. Deswegen werde ich jetzt hier auch noch mal so ein kleines Denken von einer bestimmten Zeit da einbauen, damit man da wieder ein Gefühl für kriegt. Werde mal die Schrittzahl erhöhen, damit es noch deutlicher wird. Ja, und dann merkt ihr, dass Scratch jeweils dahin läuft und wieder zurückläuft. Ja, und damit kann man dann zum Beispiel auch wunderbar Objekte steuernd bewegen. Gucken wir mal, was uns als nächstes erwartet. Also einen Kreis haben wir schon gemalt. Jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, wie man diese Blöcke zusammenbauen muss, um zum Beispiel sich in einem Sechseck zu bewegen oder in einem Quadrat oder eben am Nikolaustag in der Form eines Vierecks mit einem aufgesetzten Dreieck, wo keine Seite aber doppelt gegangen werden soll. Ja,
Damit kann man dann viele Ecke malen, eben indem man diese Blöcke geschickt kombiniert, so wie ich euch das ja gerade demonstriert habe. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Kern einer Programmierung. Das sind Wiederholungen, Dinge, die dann mehrmals ablaufen oder auch Abläufe zu planen oder auch Dinge eben endlos zu tun. Und da werden wir jetzt wieder so ein paar Blöcke kennenlernen, die zum Beispiel heißen, wiederhole x-mal oder wiederhole fortlaufend. Ja, aber auch so Dinge, die da vielleicht heißen, ja, wenn dann sonst zum Beispiel, wenn das und das passiert ist, dann mache das und das. Gucken wir uns wieder an. Wechsel mal die Bildschirmfreigabe wieder. Da sind wir. Ich schmeiß die Blöcke hier mal gerade raus und wechsle jetzt mal, so wie wir es damals noch von unserem Spiel Pong kennen, wechsle ich mal das Bühnenbild und nehme ein ja, neutrales, wechsle die Figur und wähle als Figur jetzt einen Ball. Ich nehme, guck mal, was wir hier für einen Ball haben. Ja, wir nehmen mal den Tennisball. Ja. Und Ziel ist jetzt, dass dieser Tennisball sozusagen unendlich durch die Gegend flitzt. Ja. Und das, was wir dazu brauchen, ist eine Art, ja, erstmal wieder ein Startereignis. Dann nehme ich hier wieder den Hut mit der grünen Flagge. Dann brauchen wir ja ein Bewegungsereignis, muss ich Schritte gehen und es soll der Ball soll, wenn er irgendwie an die Wand ankommt, soll er abprallen. Habe ich hier auch pralle vom Rand ab. Wenn ich das jetzt hier machen würde, das einmal so eintrage, müsste ich jetzt jedes Mal auf diese grüne Flagge klicken, damit das Ding 10 Schritte macht. Dann ist es von der Wand abgeprallt und jetzt geht er sozusagen zurück. Bequemer wäre es natürlich, wenn die Steuerung jetzt sagt, mach das ohne aufzuhören. Ja, gucken wir mal, ob wir sowas haben. Und da sehen wir tatsächlich, dass es diese Klammer gibt, wiederhole fortlaufend. Und da gehören diese zwei Dinge eben hinein. Und ihr merkt, dass das mit dem Anbauen ja, ganz einfach funktioniert und dem Lösen. Ich nehme es und ich schiebe es hinein. Ich passe es dort oben an. Und jetzt klicke ich einmal auf die grüne Fläche. Und jetzt. Ja, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel springt mein Ball jetzt eben so hin und her. Ist noch nicht sehr spannend. Ich stoppe es mal. Das wäre so eine Schleife, wäre eigentlich früher auch das Grundübel eines jeden Programmierers gewesen, weil sich so eine Schleife totläuft und in der Regel man keine eingebaute Escape-Taste so für hatte zu unterbrechen. Wir haben aber hier fertig eine eingebaute Stopp-Taste. Ja, also gucken wir jetzt mal, wie wir vielleicht vor diesem Wiederholen da so eine Richtungsänderung hinkriegen. Und das haben wir hier. Falls dann, ich könnte das jetzt mal so eingeben, falls, ja, was könnte er da fühlen? Zum Beispiel, ist noch nicht so schön, was er da fühlt.
Ja, das sieht gut aus. Falls etwas sozusagen gleich 90 ist, ich muss jetzt nur noch hinkriegen, die Richtung. Falls die Richtung gleich 90 ist, dann soll die Richtung geändert werden. Drehe dich um, sagen wir mal, 30 Grad, damit er da nicht direkt horizontal losläuft. Das setzen wir an den Anfang. Also aktuell ist die Richtung 90. Wenn ich jetzt auf die Flagge klicke, müsste passieren, wenn die Richtung 90 ist, dann drehe dich um 30 Grad nach links und dann wird fortlaufend wiederholt, 10er Schritte, pralle vom Rand ab. Das soll passieren. Und was passiert? Genau das. Ja, und das war die Basis vor kurzem bei unserem Spiel Pong, den Ball überhaupt erstmal fortlaufend fliegen zu lassen. Und wir haben eben hier auch schon die Möglichkeit, die Richtung zu ändern mit einem Falz. Wenn ihr das jetzt hier habt und dieses wiederhole fortlaufend, dann kann man sich natürlich auch schon überlegen, wie man solche Dinge baut, wie mit, das ist das Haus vom Nikolaus, oder wenn man die im Quadrat gehen lassen möchte. Ja, dann heißt das, ich gehe in eine bestimmte Richtung, dann muss ich die Richtung um 90 Grad ändern, dann gehe ich in eine bestimmte Richtung, dann muss ich, ne, das um 90 Grad ändern, gehe ich in eine bestimmte, ja, Anzahl Schritte, dann komme ich wieder entsprechend an. Ja, und dann habe ich für so ein Rechteck abzugehen, am Ende, jo, vier Aktivitäten. Dreimal muss er etwas wiederholen. Ja? Und dazu sind dann eben die Steuerungselemente wiederhole n mal. Ja? Gut, ich habe hier jetzt, sehe ich das natürlich auch bei der Steuerung, warte eine Sekunde, das ist natürlich auch ganz praktisch. Also hier, wenn die Flagge angeklickt wird, fängt der Ball an zu springen. Ich gucke mal, ob wir sowas haben wie, wenn eine bestimmte Taste geklickt wird, nicht die Leertaste, sondern vielleicht die Ziffer 4, dann soll der Ball die vier Ecken des Feldes abgehen. Ja, wie macht der das am besten? Er soll erstmal in die linke obere Ecke gehen. Gucken wir mal, das wäre der Startpunkt. Gehe zu, ziehe ich mir rüber. Die linke obere Ecke ist. Links ist ja minus 240 und oben ist 180. Und minus 240. Genau aufpassen. Ja, minus 240. Dann müssten wir beim ersten Mal die grobe Richtung einstellen. Setze Richtung auf 90 Grad, damit er nach rechts rüber geht. Ja. Und dann soll er am besten, gucken wir mal, was er machen soll. Schritte gehen. 10er Schritte gehen, aber wie oft, sagen wir mal, wie viel braucht er denn, um von minus 240 bis plus 240 zu kommen? 480. Ich bin mal jetzt vorsichtig, sage ich mal, wiederhole das Ganze vielleicht 40 Mal. Ja, dann geht er 40 Schritte. Jetzt könnte ich natürlich sagen,
Das muss er ein paar Mal machen. Also wiederhole 40 Mal, gehe 10 Schritte. Anschließend soll sich der Ball drehen um 90 Grad. Das soll er dann anschließend, ne, soll er wieder 40 mal 10 Schritte gehen, dann soll er das sich nochmal wieder 90 Grad drehen. Das müsste jetzt funktionieren, wenn ich das da hineingebe und da andocke. Und jetzt kommt schon direkt der tolle Moment, wenn ich die Taste 4 drücke. Ja, habe ich das einmal zu wenig gemacht, also muss es tatsächlich 4-mal wiederholen. Rechts, runter, links, rauf. Und dann ist er wieder da. Ja, das gefällt mir das natürlich mit der linken oberen Ecke mit minus 240 und 180 nicht. Also nehmen wir da also nur minus 200 und auch hier vielleicht nur 160. Dann geht er nicht so ganz bis an den Rand. Das muss ich noch ein bisschen korrigieren. Das mit den 40 Mal ist dann zu viel. 35. Ja, immer noch ein bisschen zu viel. 30. Schwupp. Wunderbar. Klappt das. Ja? Und so steuern wir jetzt mit Wiederholungen und verschachtelten Schleifen Dinge mehrfach. Weil ansonsten hätten wir jetzt alles das, so wie wir das in den vorherigen Beispielen gehabt hätten, also wo wir wirklich ganz, also jeden Schritt einzeln aufgelistet haben, ja, wäre es sehr umfangreich geworden. Ja? Und durch das Wiederholen und durch das wenn etwas passiert, ja, können wir ein Programm sehr gut komprimieren. Ja, und jetzt könnt ihr euch natürlich als Aufgabe zu Hause überlegen, ja, wie muss ich das dann machen, damit ein Quadrat abgelaufen wird mit einer Seitenlänge von 100 oder wenn ein Dreieck abgelaufen werden soll oder vielleicht aber auch ein Kreis. Ja, und was in dem Moment zu tun ist. Ja, und natürlich kann man das jetzt immer wieder mischen mit verschiedenen Dingen. Ich guck mal gerade, ob ich hier einen Klang habe. Bei dem Ball ist natürlich ein Pop ganz gut. Wann soll er das machen? Immer, wenn er an einer bestimmten Stelle angekommen ist, soll er das machen. Gucken wir mal, was passiert. Ja, wunderbar, kriegen wir das auch sehr gut gesteuert. Und jetzt kann man vielleicht schauen, dass es vielleicht auch noch einen anderen Ton gibt, nicht Pop. Ah, ich könnte sogar einen aufzeichnen, na, ich nehme den mal hier raus. Also es gibt sehr, sehr viele Klänge, die man da dann noch so auswählen kann. Das hier ist sozusagen der Klang Pop. Ich guck mal, was wir hier noch so an Klängen haben. Schleifen, Effekte, Tiere, Sport, Schlagwerk. Ja, das nehmen wir jetzt mal und spiele den Klang. Da müsste er eigentlich eher so ein bisschen hopsen. Ups, der falsche. Taste 4. Dauert ein bisschen lang. Nehme ich mal wieder weg. Jetzt geht's schneller. Wunderbar, ne? Schwupp, weg damit mit dem Klang. Und so baut man sich diese Programme zusammen. Ihr merkt, das Spiel wird am Ende daraus bestehen, verschiedenen Objekten, verschiedene Befehle zu geben und im Idealfall
jongliert man damit dann wunderbar zusammen. Okay, letzter kleiner Wechsel. Bedingungen. Bedingungen prüfen. Und eine haben wir eben gerade schon gehabt, wo wir gesagt haben, wenn der Winkel auf 90 Grad gestellt ist, dann ändere den Winkel. Ja, drehe ich zum Beispiel ein Stück. Ja, oder dass man sagt, Dinge tun, falls etwas ist, oder Dinge tun, bis etwas ist. Ja. Und das sind so die klassischen Schleifen, wie man sie auch in jeder Programmiersprache finden kann. Und wir gucken uns mal an, wie das Ganze funktioniert. So, ich räume mal wieder ein bisschen auf, schiebe die Sachen beiseite. Brauche natürlich trotzdem noch so ein Startfenster und gucke mal, welche Steuerungen ich habe. Ja, also wir hatten eben gerade schon dieses hier mit dem Hinweis, wenn da ein Winkel irgendwie gleich 90 ist, dann mach etwas. Ja, es gibt aber auch, falls, dann, sonst. Das kennt ihr auch, wenn, dann, sonst. Ne? Wenn du das machst, kriegst du eine Bestrafung. Wenn du das machst, kriegst du eine Belohnung. Man kann aber auch sagen, warte bis, wiederhole bis. Ja? Gucken wir uns mal an, was wir mit diesen einzelnen Dingen tun können. Das hatten wir schon, das schiebe ich mal wieder zurück. Ja? Und das nehme ich auch mal so, wenn ihr mal das hier wiederhole, bis mit den Dingen, die wir bisher kannten. Zum Beispiel hatten wir gesagt, gehe 10er-Schritte. Ja, jetzt würde der Ball 10er-Schritte gehen. Jetzt soll er aber nur so lange 10er-Schritte gehen, bis er an einer bestimmten Stelle angekommen ist. Ja, wenn die Stelle erreicht worden ist, ja, dann soll er aufhören. Sagen wir mal, wenn er an einer bestimmten X-Position ist, also sagen wir, wenn die X-Position, sagen wir mal, 200 erreicht ist, ne, so lange soll er etwas machen. Ich schiebe das da oben hinein, klicke auf die grüne Flagge, jetzt müsste er nach rechts gehen, und zwar so lange, bis die X-Position 200 ist, und dann müsste er eigentlich stehen bleiben. Ja, stimmt. Zieh mal ab. Ich dupliziere das Ganze. Dupliziere ich das Ganze mal? Ja, ich dupliziere das Ganze mal. Was soll er denn machen, wenn er diese Position erreicht hat? Naja, er soll die Richtung um 90 Grad ändern. Und dann soll er nach unten gehen. Naja, okay, das heißt, dann brauchen wir nicht die X-Position, dann brauchen wir die Y-Position. Und wie lange soll er das machen? Bis die Y-Position, sagen wir mal, minus 140 ist. Setzt das da wieder dran. Gucken wir, was passiert. Ah, erstmal den Ball wieder ein bisschen beiseite nehmen.
passiert aber nichts. Von Ärger. Mit einem kleinen Vorführeffekt. Wiederhole bis, was da passiert, drehe dich um 90 Grad rechts rum. Ist eigentlich eine gute Sache. Hätte ich jetzt gesagt. Nehmen den hier mal raus. Vielleicht war ich auch nicht geschickt genug. Jetzt macht er das schon, was ich irgendwie wollte, aber natürlich nicht. Ah ja. Drehe dich um. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Ja. Fast magnetisch rennt er an seinen Platz zurück. So, 90. Du kommst da raus. Ja, vielleicht müsste ich jetzt hier mein Ding doch mal ein bisschen. Y-Position ist 142. Macht er elendig lange. Grad müsste stimmen. Eieiei, das war jetzt aber eine schwere Geburt. Ich mache jetzt hier aber mal nicht minus 140, sondern minus 120 und nehme den Ball nochmal nach oben. Achte darauf, dass die Richtung am Anfang auf 90 Grad gesetzt wird, wenn ich starte. Rechts. Ah, der geht sozusagen zu weit an der Stelle. Ja, wahrscheinlich reize ich ihn hier gerade aus. Vielleicht sollte ich hier mal dieses Programm tatsächlich zu meinen Blöcken gestalten. Blockname Marco Murks. Ja. Das ist sozusagen mein Block. Nur mal, dass ich dich da. Hinkriege, ne?
wir nochmal. Ist er nicht willig, so brauchen wir Gewalt, aber ich habe hier eher den, Eindruck, dass die ich habe eher den Eindruck, dass ich da gerade das Programm ein bisschen überfordere. Aber ihr habt gemerkt, welche Macht ihr mit solchen kleinen Skripten über ein Objekt bekommt. Und wenn ihr natürlich mehrere Objekte habt, dann gibt es zum Beispiel so Spiele wie aus 1001 Nacht, wo man zum Beispiel als Spielidee ein Spiel zum Beispiel machen kann, hat eine schöne Wüstenlandschaft, hat einen Prinzen, eine Prinzessin, sagen wir die Prinzessin, das ist in einer Ecke, man hat einen Teppich, einen fliegenden Teppich. Der Teppich, der bewegt sich im Zickzack, stößt immer gegen die Wand. Ne? Wir müssen mit der Maus den Prinzen immer auf dem fliegenden Teppich bewahren. Ja, und zwar so lange, bis der Teppich bei der Prinzessin angekommen ist. Ja, und das Spiel ist dann gewonnen, wenn es einem gelingt, den Prinzen immer auf dem Teppich zu lassen. Ja. Wer da Interesse dran hat, der guckt sich das Video dann im Real Life an. Da habe ich dann dieses Spiel dann mal auch in Baustein programmiert, kann sich das dann nochmal genau anschauen. Für heute ist die Sendezeit allerdings leider rum. Hat vielleicht einen Tick länger gedauert. Das liegt manchmal in der Tücke, gerade wenn man hier mit Bildschirmfreigaben entsprechend arbeitet. Trotzdem. Ein kleiner Hinweis auf ein Seminartag, was wir im kommenden Jahr am 12. Februar 2022 in Trier haben werden zum Thema Programmieren mit Scratch. Da kann man mit Kindern, also eigentlich ein Familientag, da kann man mit Kindern und Jugendlichen auch kommen, aber auch mit Seniorinnen und Senioren, Eltern, das ist also ein richtiger Familienausflug, können nach Trier kommen. Ja, werden das nicht im kleinen EDV-Raum haben, sondern in einem großen Seminarraum, vielleicht sogar, wenn die Anfrage groß ist, auch in mehreren Räumen. Ja, so ein kleines Happening und anschließend, also es gibt eine Einführung in Scratch, dann haben alle Zeit, ihre Projekte zu entwickeln. Wir haben ein Team da, das euch unterstützt, wenn ihr die eine oder andere Frage habt. Und anschließend werden die besten Programme prämiert mit einer Abstimmung. Es gibt auch was zu gewinnen. Jo, freut euch auf den Seminartag Programmieren mit Scratch am 12. Februar 2022. In Trier. Ja, und das war es für heute, für das Ende der Woche. Nächste Woche, Montag, haben wir keine Sendung. Da haben wir Feiertag in Rheinland-Pfalz. Am Dienstag geht es dann weiter, Mittwoch dann mit der 400. Sendung. Und wir freuen uns auf euch, auf demnächst. Eine gute Zeit, euer Marco Fusaro vom Bildungswerk des Landessportbundes, hier bei Bildungswerk Live, heute mal aus Mainz. Tschüss und auf bald.